Vereinbarkeits-Espresso. Ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie. Willkommen zu unserem dritten Vereinbarkeits-Espresso. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin Referent im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie und führe durch die Espresso als Moderator. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Clarissa. Wir hatten ja schon die Gelegenheit, beim ersten Espresso miteinander uns auszutauschen. Ja. Aber heute kommen wir natürlich mit einem anderen Thema. Wir wollen heute über Führungskräfte sprechen. Und weil wir dich ja schon hier hatten, wissen wir auch, wenn du deinen Kaffee trinkst. Nämlich, ich erinnere mich, am liebsten kolumbianische Bohnen. Und eher ein milder Kaffee. Genau. Haben wir das geklärt. Ja. Larissa, wir hatten ja letzte Woche die tolle Gelegenheit, der Wirtschaft oder dem Standort Deutschland auf den Zahn zu fühlen, wie es denn mit der Vereinbarkeit aussieht. Denn am Freitag, am 1. September, hatten wir unseren Unternehmenstag unter dem Titel "Wie familienfreundlich ist die deutsche Wirtschaft?" Und das war ein tolles Event. Waren der eine oder andere von Ihnen auch dabei. Und wir haben uns auch bemüht, mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Wir hatten ja so einen Workshop-Charakter auch am Nachmittag und am Vormittag eher so der offiziöse Teil mit Beteiligung der Bundesministerin Frau Paus und dem Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Herr Adrian. Und einer der Aufhänger oder einer der Gründe, wieso wir das Ganze da aufgezogen haben, ist der neue Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit. Ja. Der wird alle 4 Jahre herausgegeben vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, beauftragt vom Bundesfamilienministerium, und er hat eben den Zweck zu gucken, wo steht der Wirtschaftsstandort Deutschland in der Frage der Vereinbarkeit. Und wir konnten kaum erwarten, den Monitor endlich in der Hand zu haben. Ja, er liegt auch hier. Dann hast du im König vielleicht auch gleich noch nicht vorbereitet. Ja, genau. Wieso ich jetzt diese Vorgeschichte bringe, ist meine Frage nicht, Larissa. Der Unternehmensmonitor identifiziert Führungskräfte auch ganz klar als ein wichtiges Scharnier in der Frage, wie Vereinbarkeit funktionieren kann in Betrieben. Und meine erste Frage an dich, Larissa, unser Thema ist Führungskräfte und wie sie Vereinbarkeit fördern können. Was erzählt uns der Familienmonitor, der Unternehmensmonitor rund um das Thema Führungskräfte? Das Thema, um das der ganze Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit im Grunde genommen kreist, ist das Thema Fachkräftesicherung. Eines der ganz wichtigen Ergebnisse ist, dass eben das Thema Fachkräftesicherung und in Verbindung mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine herausragende Rolle spielt und dass die Bedeutung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch weiter steigen wird in diesem Kontext. Und eine Zahl, die wirklich allen, glaube ich, ins Auge springt, die den Monitor mal durchblättern, ist die, dass 86% der Unternehmen, dass denen familienfreundliche Maßnahmen wirklich bedeutsam sind. Das ist eine recht hohe Zahl, die ist im Vergleich zu 2015 um 8% gestiegen. Und wenn wir jetzt ganz konkret zum Thema Führungskräfte kommen, dann können wir sagen, dass familienbewusste Unternehmen eben die Vereinbarkeit von Beruf und Familie tatsächlich ins Zentrum ihrer Führungskräfteentwicklung rücken. Und das ist natürlich wirklich spannend, diese Verbindung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dem Gewicht dieses Themas auch für Führungskräfte und das eben von der strategischen Seite her aufziehen. Dazu kann ich Ihnen, liebe Teilnehmende, auch ein paar Zahlen nennen und eine Information vorweg. Es gibt dieses Konzept der ausgeprägt familienfreundlichen Unternehmenskultur. Dieses Konzept ist ein Instrument, das Dr. Oliver Stettes und Sabine Flüch vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln 2013 entwickelt haben als Instrument, um betriebliche Familienfreundlichkeit zu messen. Das vielleicht nur vorweg, damit Sie einordnen können, was dieser Begriff ausgeprägte familienfreundliche Unternehmenskultur bedeutet. Und 2015 hatten eine ausgeprägt familienfreundliche Unternehmenskultur gut 41% der Unternehmen. Und jetzt im Jahr 2023 waren das 10% mehr, etwas über 51%. Und das hat ganz sicher eben auch mit diesem Fachkräftethema zu tun. Ne? Und dazu kann ich vielleicht noch 2 Zahlen nennen, dann höre ich aber auch auf. Also Vereinbarkeit im Fokus der Führungskräfteentwicklung haben ausgeprägt familienfreundliche Unternehmen tatsächlich zu über 70%,
Bei Unternehmen mit einer nicht so ausgeprägt familienfreundlichen Kultur sind es nur gut 30%. Also das ist schon ein eklatanter Unterschied. Gut 50%, bei denen ist die Umsetzung der Familienfreundlichkeit Teil der Führungskräftebewertung. Das finde ich auch sehr spannend. Das finde ich wirklich interessant. Ja. 50% ist eine gute Zahl, die hast du gesagt. Ja. Also bei den Unternehmen mit einer ausgeprägt familienfreundlichen Kultur. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere und die Ansätze, die wir auch in der Unternehmenslandschaft seit Jahren zwar hier wirklich fruchten in dem Stress. Ja. Natürlich nicht nur wir, ne? Das ist klar, dass es da noch viele Türen gibt, die zu diesem Thema arbeiten, aber es sind wirklich erfreuliche Zahlen in dem Zusammenhang. Schön. Ja, genau, danke für das Update bezüglich des Unternehmensmonitors. Ich möchte das Thema der Führungskräfte und die Rolle bei der Vereinbarkeit mal von unten anpacken. Und ich würde dich gerne fragen, Larissa, was können Führungskräfte denn überhaupt beeinflussen? Was sind so die Stellschrauben, an denen sie wirklich konkret arbeiten können? Und dann natürlich auch die Gegenfrage oder die andere Seite der Frage, was ist außerhalb des Einflussbereichs von Führungskräften, wenn es um Vereinbarkeit geht? Also ganz wichtig sind natürlich die Rahmenbedingungen in einem Unternehmen für eine familienfreundliche Unternehmenskultur oder generell für Familienfreundlichkeit. Und da kann natürlich die einzelne Führungskraft immer nur bedingt diese Rahmenbedingungen beeinflussen. Deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, dass Unternehmen, die familienfreundliche Maßnahmen einführen und umsetzen wollen, dass die immer die Geschäftsleitung, die Unternehmensführung, also irgendwie die Unternehmensspitze mit ins Boot holen und von der Idee begeistern und die Unternehmensführung auch dann Initiative ergreift und mit von der Partie ist. Denn die prägen ganz entscheidend die Unternehmenskultur und dann eben auch eine familienfreundliche Unternehmenskultur. Zum Beispiel die Entscheidung, gibt es Vertrauensarbeitszeit? Wie wird die Arbeitszeit gemessen? Gibt es Arbeitszeitkonten? Kann man Überstunden in Form von Freizeit ausgleichen? All diese ganzen Rahmenbedingungen, da hat natürlich die Unternehmensleitung einen ganz entscheidenden Einfluss darauf. Das kann die mittlere Führungsebene nicht per se entscheiden. In der Umsetzung, da sind natürlich dann die Führungskräfte ganz, ganz stark gefragt. Und wenn ich da vielleicht einen ganz kleinen Exkurs machen darf, Wir haben ja diese ganz intensiven Corona-Jahre hinter uns seit 2019 und wir haben es ja gerade schon vor Beginn der Veranstaltung kurz Revue passieren lassen. Wir haben damals ja unsere Plattform aufgesetzt, um eben virtuell Veranstaltungen durchzuführen. Und das heißt, die meisten Teilnehmenden werden wissen, wovon wir hier sprechen. Viele mussten ins Homeoffice, wo es irgend möglich war. Und wir haben einen unglaublichen Schub erlebt an Digitalisierung. Und diesen Schub und all die eingeführten digitalen Instrumente mussten natürlich auch von Führungskräften gehandelt werden. Also Führungskräfte mussten dafür sorgen, dass ganz konkret jetzt in kleineren Betrieben die Hardware zu den Beschäftigten nach Hause gebracht wurde, mussten dafür sorgen, dass die Leute geschult wurden, dass jeder damit umgehen konnte und so weiter. Das war ein riesengroßer Job, den Führungskräfte da geleistet haben. Das ist ja auch insgesamt, das zeigen ja auch die Prognosestudien, recht gut gelungen, muss man sagen, und hat Deutschland ja auch wirklich in Sachen Digitalisierung deutlich vorangebracht. Ja, was können Führungskräfte jetzt im Einzelnen tun? Ja, genau, jetzt haben wir diese Ebene des Strukturebene, oder die Organisationsebene uns angeschaut. Jetzt lass uns aber ein bisschen tatsächlich auf den Boden der Tatsachen gucken. Wo haben Führungskräfte denn Stellschrauben, um die Vereinbarkeit in den Teams, in der Organisation voranzubringen und quasi ein Promoter der Vereinbarkeit zu sein? Da ist ganz wichtig, nochmal drauf zu gucken, was haben denn Führungskräfte überhaupt für Rollen? Mhm. Ich glaube, das hat sich recht stark verändert. Also Führungskräfte stehen heute nicht mehr unbedingt, ich sag mal so, ganz oben auf der Leiter, sondern manche Führungskräfte sehen sich eher im Zentrum eines Netzwerkes, dass sie sozusagen um das Thema und um ihre Teams oder ihr Team herum bauen. Deswegen gibt es auch nicht mehr in vielen Unternehmen diese ganz starke Hierarchie, sondern es ist oft eben ein Austausch mehr auf Augenhöhe. Mhm. Führungskräfte haben schon eine hohe Expertise, aber sie sind eben noch viel mehr gefragt. Sie moderieren all diese Themen auch um die Familienfreundlichkeit herum in ihren Teams.
Nicht? Also die Frage, gerade in kleineren Unternehmen, wo das jetzt nicht von der Unternehmensspitze vielleicht genau vorgegeben wird, wie oft arbeitet jemand im Homeoffice, wie oft arbeitet man im Büro, beziehungsweise wenn in der Produktion sowieso vor Ort natürlich gearbeitet werden muss, welche Erleichterungen kann man in Sachen Familienfreundlichkeit verabreden? Da sind die einzelnen Führungskräfte gefragt und da ist es ganz wichtig, dass sie überhaupt wissen, welchen Bedarf ihre Mitarbeitenden haben. In großen Unternehmen bietet sich deswegen wirklich immer wieder eine Beschäftigtenbefragung an. Ich sage das immer Land auf Land ab. Ich bin ein großer Fan von Beschäftigtenbefragungen. Allerdings ergeben die natürlich nur dann Sinn, wenn ein Unternehmen auch bereit ist, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern und die Impulse, die aus der Belegschaft kommen, auch wirklich aufzunehmen. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend bei Beschäftigtenbefragungen. Denn sonst fühlen die Beschäftigten sich nicht ernst genommen. Ne? Und natürlich muss es auch methodisch sauber sein. Es muss methodisch sauber sein, es muss anonym sein. Ja, das ist klar. Genau. Und genau, unsere Zielgruppe hier im Unternehmensnetzwerk sind ja vor allem die KMUs. Ja. Wir hoffen aus, dass ein Großteil der Teilnehmenden heute auch sich als KMUs sieht. Wie können denn Führungskräfte die Vereinbarkeitsbedarfe eben in kleineren Teams, in kleinen Organisationen erlaufen? Welche Kommunikationsmöglichkeiten gibt es da? Ja, also kleinere Unternehmen haben ja in der Regel auch flachere Hierarchien und man kennt sich so gewissermaßen über den Flur. Mhm. Und Führungskräfte kennen da ganz oft die persönliche Situation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da ist es ganz wichtig, sich zusammenzusetzen und bestimmte Regeln zu verabreden, die dann witzigerweise zu der Freiheit führen, dass die Beschäftigten eben ihre Vereinbarkeit gut hinkriegen. Also wenn man zum Beispiel verabredet, die Kernarbeitszeit in einem Unternehmen, das jetzt vielleicht nicht produziert, liegt zwischen 9 und 16 Uhr und man kann früh anfangen, man kann aber auch abends länger arbeiten, dann haben die Beschäftigten wirklich die Regel, sie wissen, okay, von 9 bis 16 Uhr muss ich irgendwie ansprechbar sein, aber davor, danach kann ich frei entscheiden, wie ich meine Arbeitszeit lege. Das ist ja auch wirklich eine große Freiheit, die ganz besonders für Vollzeitbeschäftigte wirklich wichtig ist. Wenn man 40 Stunden arbeitet und so wie früher einen relativ starren Rahmen hatte, war man darauf angewiesen, dass jemand zu Hause den Laden schmiss. Und heute, wo es immer mehr Paare gibt, die sich das gerne etwas partnerschaftlicher teilen möchten, ist es wichtig, dass auch Vollzeitbeschäftigte eben die Flexibilität bekommen, die sie brauchen, um eben auch die familiären Verpflichtungen erfüllen zu können, so wie sie das möchten. Und da sind die Führungskräfte wirklich gefragt, Verabredungen zu treffen, zu kommunizieren, vielleicht auch regelmäßig nachzufragen. Wir sagen auch immer wieder, dass es ratsam ist, das Thema Familienfreundlichkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Teil von jedem Mitarbeitergespräch werden zu lassen. Das ist einfach ein ganz tolles Instrument dafür. Ja. Und tatsächlich als Teil der ständig oder kontinuierlich stattfindenden Mitarbeitergespräche, damit natürlich auch werdende Väter auch zu adressieren, beziehungsweise Väter eben die Verantwortung übernehmen. Das war ist ja immer wieder auch ein Thema, dass Vaterschaft häufig aus der betrieblichen Perspektive darauf reduziert wird, dass man sich die ersten, sagen wir mal, 12 Monate anguckt. Der Vater Elternzeit. Wie gehen wir damit um? Wie können wir das auffangen als Betrieb? Aber Vaterschaft ist natürlich ein Prozess, der ein bisschen länger geht, wie wir alle wissen. Und Unternehmen sind da auch gut beraten, insbesondere für Führungskräfte, aber auch die Sensibilisierung von Führungskräften für diese verschiedenen Phasen der Vaterschaft. Ne? So, das ist mir auch ganz wichtig, in dem Zusammenhang auch nochmal hervorzuheben. Genau, du hast jetzt gerade ein bisschen wie Führungskräfte die Vereinbarkeitsbedarfe in den Teams kennenlernen können und die Herausforderungen auch gemeinsam meistern können. Was wir hier im Netzwerk auch immer gerne in den Vordergrund stellen, ist die Rolle von Führungskräften als Vorbilder. Wir sagen ja auch, Führungskräfte können, sollen und dürfen selber auch vereinbaren. Und das hat nämlich auch eine starke Strahlkraft in die Belegschaft hinein. Wie kann denn so ein Rollenmodell funktionieren? Also wie können Führungskräfte hier vorangehen? Welche Möglichkeiten haben sie da? Also wir haben ja einige Gespräche mit Unternehmen zu dem Thema schon geführt. Ich habe neulich zum Beispiel mit einem Vater gesprochen, der einen Nachmittag in der Woche grundsätzlich zu Hause bei seinen zwei kleinen Kindern ist
die 3 Stunden, die er da an Arbeitszeit verliert, die hängt er an den anderen Tagen dran, wo dann seine Frau stärker sich engagiert. Und das war für den ganz wichtig, das hat er immer wieder gesagt, diesen einen Nachmittag wirklich zusätzlich zum Wochenende ganz intensive Vater-Kinder-Zeit zu haben. Wir wissen ja, dass es den Vätern viel wichtiger ist, als noch vor einigen Jahren eine tiefe und innige Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen und wirklich auch in der Erziehungsarbeit ganz stark beteiligt zu sein. Und zusätzlich, wir sprachen ja vorhin schon über das ganze Thema Fachkräfte, auch in diesem Kontext rücken Väter jetzt stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Mhm. Du sprachst gerade schon von dem Thema Vorbilder. Wir wissen auch aus Befragungen, dass für das Nehmen einer längeren Elternzeit für Väter, also mehr als diese berühmten 2 Partnermonate, dass dafür so etwas wie eine Erlaubniskultur in Anführungszeichen notwendig ist, die ganz besonders dann sich etablieren kann, wenn männliche Führungskräfte da als Vorbilder agieren. Also wenn männliche Führungskräfte eben auch mal länger als 2 Monate, vielleicht mal 3, 4, 5 Monate in Elternzeit gehen. Wir haben auch ein Netzwerkmitglied, da erzählte mir schon vor mehreren Jahren der Geschäftsführer, dass er nach der Geburt seines, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 3. oder sogar 4. Kindes auf 80% der Arbeitszeit gegangen ist und das Kind auch teilweise ins Eltern-Kind-Zimmer mitgebracht hat. Ja, eben dadurch, dass er reduziert gearbeitet hat, auch einen ganzen Nachmittag in der Woche eben zu Hause seine Kinder betreut hat. Mhm. Und der hat mir auch erzählt, dass nachdem er das alles eingeführt hatte, die Anfragen von anderen Vätern im Unternehmen stärker wurden. Ja. Und das wissen wir wirklich immer wieder aus Befragungen, dass das so ist. Ja, genau. Also ich denke, dass es auch ein Schlüssel dafür ist, um die Nutzung von Vereinbarkeitsangeboten in Unternehmen nach oben zu ziehen oder das zu intensivieren. Denn wir wissen auch aus Befragungen, dass viele Unternehmen tolle Sachen anbieten, aber Beschäftigten das nicht nutzen. Das mag häufig mit einer fehlenden Passgenauigkeit zu tun haben, dass das Unternehmen nicht wirklich weiß, welche Bedarfe da bestehen. Aber das, was du gerade angesprochen hast mit Erlaubniskultur, ist da, glaube ich, total zentral. Wenn die Teams sehen, okay, die Chefin bringt ihren Kleinen auch mit ins Büro, wenn es mal knatscht und die Kita ausfällt, ist es ja eine Eingabe für mich, das auch zu tun. Das kenne ich auch aus Gesprächen mit sowohl aus der Beschäftigtenperspektive als auch aus der Perspektive der Führung, die das auch verstanden haben. Ich glaube, dass auch Corona da ganz interessant war in dem Zusammenhang, weil es natürlich auch die Führungskräfte im Homeoffice diese Jonglage hinbekommen müssen zwischen Arbeit und Kinder. Und viele Beschäftigte haben gesehen, okay, das sind Familienmenschen. Da hüpft das plötzlich auch die Tochter nackig durchs Bild. So, ne? Das war tatsächlich eine Geschichte, die mir erzählt wurde, ne? Also so die kleine. Und das macht eben die Person dann auch als Familienmenschen deutlich sichtbar. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal, dass man das wissen kann. Ja, ich meine, es tut mir leid, dass ich ständig drauf rumreite, aber ich muss nochmal auf das Thema Fachkräftesicherung zurückkommen. Wir haben, glaube ich, im Dezember letzten Jahres die Prognos-Studie zum Väter-Thema präsentiert bekommen. Und da gab es interessante und auch ganz leicht alarmierende Erkenntnisse, nämlich auf die Frage, haben Sie sich schon einmal überlegt, den Arbeitgeber zu wechseln, um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können? Antworten 23% der Väter, ja, das überlege ich manchmal. 17% sagen, ja, das überlege ich häufig. Und 10% sagen, ja, ich habe deshalb sogar schon mal gewechselt. Also wir wissen, die Wechselbereitschaft zugunsten eines familienfreundlicheren Betriebes, die ist bei Vätern durchaus höher, als man vielleicht so denken mag. Das fand ich sehr spannende Zahlen. Wir wissen außerdem, dass 40% der Väter ihre Arbeitszeit gerne leicht reduzieren würden und dass 46% der Väter auf jeden Fall gerne weniger Überstunden machen würden. Das sind jetzt vielleicht mal so die paar wenigen Zahlen, die ich jetzt aus der Prognos-Studie zum Väter Ihnen mit auf den Weg geben möchte, die ich für sehr zentral halte, weil die eben auch hier zum Unternehmensmonitor passen, weil die eben auch dieses Thema Fachkräftesicherung auf jeden Fall tangieren. Ja klar, das ist natürlich das Thema, das finde ich viele personalpolitische Maßnahmen ableiten.
Lass uns noch einmal auf die Frage des Rollenmodells zurückkommen. Mhm. Wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt, wie das funktionieren kann. Was ich immer wieder höre aus Unternehmenssicht, ist die Frage, ja, wie sollen wir als Organisation darauf reagieren oder was können wir tun, wenn ein Vater in Führungsverantwortung sich eben entscheidet, nicht diese 2 Monate, die sogenannten Partnermonate, ist ja kein offizieller Begriff zu nehmen, sondern tatsächlich längere Zeit in Elternzeit zu gehen. Mhm. Das heißt Führungskraft. Was sind Möglichkeiten für Unternehmen, damit umzugehen, um das aufzufangen oder vielleicht auch in einen guten Prozess zu umsetzen? Also da tangieren wir das ganze Thema Vertretungsmanagement, das natürlich extrem wichtig ist, gerade beim Thema Elternzeit, bei Vätern und bei Müttern. Wenn jetzt eine Führungskraft in den Urlaub, in die Elternzeit geht, in die längere, dann weiß man das ja vorher als Unternehmen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, für eine gewisse Zeit jemanden von außen zu holen, wenn es überhaupt möglich ist. Oft ist das wahrscheinlich nicht möglich. Wir haben ein Netzwerkmitglied, das hat ein interessantes Instrument entwickelt, genau für diesen Fall, nämlich die Führungskraft auf Probe sozusagen. Dann hatten in der Zeit, in der Väter in Elternzeit waren, andere die Möglichkeit, die Führungsposition einfach mal probehalber auszufüllen und zu gucken, ob sie als Persönlichkeit geeignet sind, um so eine Führungsposition auszufüllen, ob ihnen das Spaß macht, ob sie sich das vorstellen können. Und das war dann der erste Schritt sozusagen für die ganz persönliche Weiterentwicklung. Und für das Unternehmen war es natürlich eine Strategie der Führungskräfteentwicklung. Mhm. Ja. Das geht aber natürlich nur in größeren Unternehmen, wo es einfach auch das Potenzial an Beschäftigten gibt, aus denen ja man dann diese Person herausziehen kann. Ja. Das ist ein interessantes Modell, Führungskraft auf Probe. Ja. Wenn wir schon über Modelle sprechen, welche Modelle gibt es denn? Und jetzt geht es mir eher um Arbeitszeit und Kollaboration. Mhm. Welche Modelle gibt es denn, die Unternehmen Führungskräfte anbieten können, damit diese ihre eigenen Vereinbarkeitsherausforderungen besser meistern können. Wir wissen aus einem Netzwerk, da gibt es ein paar Ideen, die auch schon umgesetzt werden. Vielleicht kannst du uns sowas erzählen. Ja, es gibt natürlich auch das ganze Thema Führung in Teilzeit. Ich sprach gestern zum Beispiel mit einem lokalen Bündnis für Familie, die haben gerade eine Kinderbetreuungskrise, weil ihnen die Fachkräfte vor Ort fehlen. Und die Kitas reagieren darauf mit einer Reduzierung der Öffnungszeiten, sodass eben Mütter und Väter teilweise jetzt gezwungen sind, in Teilzeit zu gehen und auch Führungskräfte. Das heißt, man muss dann versuchen, die Arbeit so umstrukturieren, dass die entweder von einer Person weiter geleistet werden kann, die in Teilzeit arbeitet und dann bestimmte Teile aus ihrem Jobprofil an andere Beschäftigte weitergibt, oder, was eigentlich auch eine sehr elegante Form und vielleicht auch zukunftsträchtige Form ist, ist eben Top-Sharing, also Führungsstellen sich zu teilen, zu zweit. Mhm. Und bei allem, was man da hört, ist es wohl ganz, ganz, ganz wichtig, dass auf der persönlichen Ebene die zwei Menschen, die sich so eine Stelle teilen, sehr gut miteinander auskommen und ähnliche Vorstellungen von, ja, auch von Arbeitsethik haben und von Führung haben und ähnlich eben auch kommunizieren. Aber wenn das gegeben ist, dann klappt das wohl teilweise sehr gut. Ich habe mal ein Interview mit so einem Duo geführt bei einem Mitgliedsunternehmen bei uns. Und bei denen hat das sehr gut geklappt. Aber die haben auch gesagt, dass man unbedingt Zeit für Absprachen braucht. Mhm. Also man kann dann nicht eine 40-Stunden-Stelle auf 2x20 aufteilen. Mhm. Da braucht man dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit für Abstimmung. Genau, das heißt, also das muss man sich bewusst sein, wenn man diesen Gedanken mitnimmt und überlegt, das vielleicht in der eigenen Organisation umzusetzen, das ist nicht 20 plus 20. Mhm. Es gibt so eine Art Überlappung dazwischen, die für die kommunikative Arbeit einfach wichtig ist und die dann einfach Teil dieser Rollenbeschreibung ist. Ja. Ich meine, ein Vorteil für den Arbeitgeber ist natürlich, dass das Unternehmen in dem Fall nicht eine Persönlichkeit als Führungskraft gewinnt, sondern zwei ganze Persönlichkeiten mit ihren ganzen Kompetenzen. Mhm. Und da zahlt es sich vielleicht auch aus, da ein paar Stunden draufzulegen für die
Abstimmung, weil man einfach ein viel, viel größeres Profil natürlich gewinnt, wenn man zwei Persönlichkeiten auf seiner Stelle hat. Ja, spannend. Ja. Es gibt ja auch einige Unternehmen bei uns im Netzwerk, die per se auch Führungsstellen in Teilzeit ausschreiben, was ja auch echt ein interessanter Punkt ist. Ja. Also, man bewirbt sich erstmal auf eine Teilzeitstelle und muss dann argumentieren oder ist aufgefordert zu argumentieren, nee, ich möchte aber Vollzeit arbeiten, um dann so ein bisschen den Spieß umzudrehen. Das finde ich echt spannend. Dann ist es zum Abschluss. Wir wissen aus Gesprächen mit Unternehmen, aus dem Netzwerk, aber auch aus der Presse, dass die Bereitschaft von insbesondere jüngeren Beschäftigten sinkt, Führungsverantwortung zu übernehmen. Und das hören wir, wie gesagt, aus Gesprächen mit Unternehmen, dass es durchaus als Problem erkannt ist. Ja. Und meine Frage an dich zum einen, an was könnte das liegen? Was könnten Gründe dafür sein? Und was können Organisationen tun, um dem auch entgegenzuwirken? Vielleicht zunächst mal eine Zahl. Es gibt die Initiative Chefinnen-Sache und die führt so eine halbjährliche Karriere-Zuversichtsumfrage durch. Und im Frühjahr letzten Jahres haben die herausgefunden, dass tatsächlich, wie du gesagt hast, der Wunsch eben nach Führungspositionen weiter gesunken ist, dass nur noch knapp 29% der Beschäftigten in Deutschland sich wünschen, im Laufe ihres Berufslebens eben eine Führungsposition oder eine weitere Führungsposition einzunehmen. Also so viel vielleicht erstmal dazu von der Zahlenseite her. Ja, ganz wichtig ist es natürlich, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie sich die Rolle von Führungskräften verändert hat. Also sie müssen eine hohe fachliche Expertise haben. Sie müssen gute Kommunikatoren sein. Sie müssen gute Netzwerker, Netzwerkerinnen sein. Sie müssen in der Lage sein, Konflikte rund um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie in ihren Teams zu moderieren. Und die Konfliktlinien laufen ja nicht mehr nur zwischen denen, die familiäre Verantwortung tragen und denjenigen, die eben gerade keine Kinder haben oder niemanden pflegen, sondern die Konfliktlinien laufen auch entlang derer, die tatsächlich im Homeoffice arbeiten können und denen, die jeden Tag in den Supermarkt, an die Kasse gehen, die produzieren, die im Krankenhaus arbeiten und so weiter und so fort. Also diejenigen, die vor Ort arbeiten. Und all diese Anforderungen, die sind natürlich hoch. Also das Profil ist vielleicht für manche fast, dass sie das Gefühl haben, dass das erschlägt mich ein bisschen. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass Führungskräfteentwicklung eben auch Fortbildung und Einführung in all diese Themenbereiche beinhaltet, dass die Leute, die eben ihre erste Führungsposition einnehmen, dass sie nicht überfordert werden, dass die auch ihre eigene Vereinbarkeit hinkriegen. Ja. Ich meine, wir wissen ja gerade, wir bewegen uns ja ganz stark im IHK-Umfeld und wir hören immer und immer wieder, dass Unternehmen nicht mehr weitergegeben werden können, weil keine Nachfolge gefunden wird. Und da gibt es auch Erkenntnisse, dass das zum Teil daran liegt, dass eben für die Frauen traditionellerweise, heute vielleicht auch für die Männer, die eben Kinder haben, es einfach zu kurze Kita-Zeiten gibt. All das, was wir gerade schon besprochen haben. Also diese ganze Betreuungsinfrastruktur, die ist ganz, ganz wichtig, um Führungskräften selber die Vereinbarkeit zu ermöglichen. Ja, danke für die Ausführung. Ich glaube auch, dass hier, wenn es um Führungskräfteentwicklung geht, Unternehmen hier auch aufgefordert sind, klar zu machen, du kannst bei uns mit Kind Karriere machen. Ja. Du kannst sowohl ein fürsorglicher Vater und eine engagierte Mutter sein, aber natürlich auch deine Rolle bei uns im Unternehmen ausfüllen. Auf jeden Fall. Und wenn Unternehmen das gut kommuniziert bekommen, glaubhaft kommunizieren, glaube ich, kriegen sie das auch hin. Ja. Oder es ist eine der Stellschrauben, um eben auch Führungskräfte zu entwickeln, aus der eigenen Organisation oder hinter uns zu ziehen. Ja. Vielen Dank, Larissa. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit dir in den Zahlen und Ideen oder der Vereinbarkeit herumzuarbeiten und ein paar wichtige Aspekte rauszupicken. Ja, die Zeit ist geflogen. Die Zeit ist geflogen. Vielen Dank, liebe Teilnehmer, dass ihr dabei waren. Wir können uns gerne im Chat schnelles Feedback geben. Und dann wünschen wir Ihnen erstmal einen Tag kurz. Ja. Machen Sie es gut. Ja, tschüss auch von mir.